Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Seva Shanks. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge, was haben wir da groß gemacht? Stimmt, wir haben Sachen gesucht für das wunderschöne Ritual, um den Bann dieser Familie aufzuheben und damit sie in das Licht, in den Himmel steigen können. Irgendwas so in der Art. Auf jeden Fall, wir haben ein Geheimversteck gefunden. Fand ich sehr schön. Und sind jetzt in diesem kleinen Raum stehen geblieben. Und haben eine Arknit gefunden, wie die guten Pflanzen heißen. Ich hoffe, hinter mir steht nichts und will mich fressen. Ich schmecke nämlich nicht. Die Tür knarzt auch nicht mehr. Ich habe das Fenster zugemacht. Leider. Ein bisschen windig heute. Sie werden alles tun, um mich aufzuhalten. Sie werden nichts unversucht lassen, mich davon abzuhalten, das Ritual zu beenden. Ich darf mich nicht von ihnen erwischen lassen. Von wem? Wer ist denn jetzt gut oder böse? Ist jetzt die Familie böse? Oder sind sie jetzt gut? Ist die Puppe böse, die mich Daddy nannte? Nein, mein Daddy ist so rum. Ja, Klein Peter ist ein bisschen verwirrt. Ah, besser. So, lass mal gucken, haben wir hier. Da hinten ist was. Der werden wir sofort. Was knarzt denn hier die ganze Zeit? Da werden wir jetzt sofort losziehen. In der Hoffnung, dass uns jetzt nichts auffressen möchte. So, die Frau Mama. Ich wüsste jetzt nicht, wo Schränke sind. Dann würde ich sagen, laufen wir los. Wir haben nämlich jetzt nichts mehr im Inventar. Außer die Pflanze. Also müssten wir fast alles gelöst haben. Schreit es nach Finale? Vielleicht. Hinten. Ist hier noch irgendwas? Wir brauchen dementsprechend noch einen Code für das Zeinschloss. Ob wir das finden, werden wir sehen, garantiert. Später, jetzt jagt mich gleich irgendwas. Und will mich vielleicht fressen. Es war nämlich zu lange ruhig. Oh, seht ihr das? Das ist, glaube ich, keine Lampe. Das ist eine verdammte Puppe. Ah, Püppchen! Warte mal kurz, irgendwie stört gerade meine Kopfhörer. Bleib so. Auf dem Kopf muss man das lesen. 6, 8, 9, 6. Also eine 9. Das funktioniert so nicht, oder doch? Doch, wartet mal. Eine 9. 9, 6, 8, 9. Wenn ich das jetzt richtig vermute, weil die Puppe nämlich auf dem Kopf steht und sich die Zahlen anguckt, also müsste das doch von uns aus auch so sein. Der Habibi. Oh Gott, nein. Das müsste schon mal richtig sein. Das ist die 5. Nee, das ist die 6, ja. 6. 6. Sieben, acht, neun. Das ist soweit richtig. Es müsste fünf,
6, 7, 8. Ich hab das. Ja, auf den Kopf gelesen. Wie gesagt, ich finde es merkwürdig, dass Frau Mama noch nicht gekommen ist. Damit können wir nichts machen. Das vierte Akonit gefunden. Ich muss das letzte Akonit finden. Wo könnte es sein? Da unten leuchtet was. Wenn es speichert, heißt es, dass Frau Mama gleich kommt. Sehe ich da gerade wirklich eine Leiter? Seht ihr das? Gut, ich würde sagen, wir gehen zwei Etagen nach unten. Eine Leiter. Die Etage müsste stimmen. Dahin müssen wir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Frau Mama jeden Augenblick kommen wird. Zumindest wenn wir jetzt das letzte Hexenkraut finden. Eine Leiter müssen. Oha. Vielleicht in der Bibliothek. Das kommen wir, glaube ich, da nicht hin. Sonst würde uns nicht die Leiter so dermaßen angezeigt. Dermaßen angezeigte Leiter. Haben wir irgendwo eine Leiter mal gesehen? Oh, das war der Schatten. Eine Leiter. Leiter, 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 Leiter. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wo eine Leiter sein könnte. Die Leiter für den Dachboden? Das wäre die andere Möglichkeit, die ich noch sehe. Für eine Leiter. Schauen einfach mal. Wollen wir mal eine Etage hören? In der Hoffnung, dass Frau Mama uns jetzt nicht auffuttern möchte. Servus! Habt ihr den Leiter gesehen? Nö, ne? Gehen wir noch eine Etage höher. Oh ja, das ist ja richtig.
Hier. Wie gesagt, die einzige Leiter, die mir jetzt gerade einfällt, wäre die für den Dachboden. Da lang. Ja, okay. Das ist totaler Schwachsinn. Kann auch sein, dass wir... Ob es richtig ist, jetzt alles reinzupacken? Oder ob die Jagd dann anfängt? Auf jeden Fall werden wir garantiert noch durch die Wohnung ausgejagt. Wohnung ist es ja nicht. Wir hier oben irgendwas gesehen? Was vielleicht nach einer Leiter aussieht? Und das sieht auch merkwürdig aus. Das sieht sehr merkwürdig aus. Da geht's durch. Passt auf, wir werden hier durchgejagt und wir müssen irgendwas mit den Rohren machen. So merkwürdig aus. Ich gucke jetzt gerade nur nach den Rohren, ich trottel. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht an einer Leiter vorbeigelaufen. Gut, das heißt, wir müssen das Haus von oben bis unten absuchen. In der Hoffnung, dass wir eine Leiter finden. Vielleicht schaue ich auch ein bisschen zu blöd und wir hätten so runtergehen können. Sonst würde uns doch keine Leiter angezeigt, oder? Nehmt einfach das, damit kommst du da auch runter. Und komischerweise ist das letzte Stück ganz unten. Oder wir müssen einfach nur unten schauen. Waren wir da nicht aber auch gerade? Hier ist nichts. Ich glaube, hier war auch nichts, was mit Leiter zu tun hat. Ihr seht schon kommen, dass wir des Öfteren sterben werden. Weil wir vor sie vor Mama wegrennen müssen. Was haben wir hier? Nichts. Auch nicht in der Ecke, nein. Glaube ich ja weniger. Ich glaube, wir sind dann hier irgendwo rausgekommen. Nein. Wir gehen mal hier weiter runter. Und das war die zweite Tasche. Und wo kann denn hier eine Leiter sein? Und er läuft sehr gemächlich.
Geh nochmal dahin, wo wir ja, die Leiter gesehen haben. Zumindest die Umrisse und schauen uns da ein bisschen besser um. Verdammt, das ist ja hier. Da waren wir. Will ich hier sein? Lass mich nicht. Das letzte Akonit gefunden. Es ist Zeit, auf den Dachboden zu gehen und die Puppe zu vernichten. Sie wird uns jetzt hinterherrennen. Ab nach Ruhe mit uns. Noch her mit uns. Die wird uns jetzt verfolgen. Kannst du nicht machen. War das laut auf meinen Ohren? Oh, Gänsehaut. Eklig. Ich hab mich vor den Schrei. Ich muss leiser machen. Alter. War das laut? Autsch. Ich glaube, ich bin jetzt taub. Nimm das Messer. Du kleine Pissnäcke. Monokel habe ich nicht mehr. Inventar kann ich auch nicht mehr. Kann nur meine Lampe rausholen. Das Dunkel da oben. Okay. Okay. Nicht so ein Typspiel. Gut, dann möchte uns irgendjemand
an der Nase herumführen. Ich habe ein Bild gefunden. Wow. Das wird mich jetzt voll beschützen. Das erinnert mich an das Conjuring-Haus. Auch genannt The Occult Dark. Ich bin deine Mama. Mama? Oh, Peter. I'm so sorry. Now you have to rectify everything. Because I couldn't. We're outside. We can get out of here. What about Ellie and Timmy? They are still under the spell. I can't help them. I don't have to. Yes, you don't. I promised Ellie, though. But what if I die? What if I'm here only to die? There is no death. I love you. I love you too. Komme ich jetzt nach Narnia? So, wir schauen uns mal hier um. Nein. Gut, da kommen wir wieder nicht raus. Haben wir hier auch zu? Auch zu? Kali? Yes, little rat is here again. Ich kann mich nicht bewegen. Und Tür zu. Danke. Ist dunkel hier. Ah, ich habe ein Bild gefunden. Ha, das nehme ich jetzt mit. Hä? Türklinke ist woanders. Die war gerade noch hier. Voll aufgepasst, ey. Gut, das Bild hat uns gerettet. Der Ball zeigt uns wieder den Weg. Es ist ein intelligenter Ball. Mama. Danke, Peter. Du siehst gruselig aus. Oh. Hi, Annabelle. Leichte Verwirrung auf meiner Seite, aber okay, sagen wir mal nichts dazu. Waren wir der kleine Junge? Und wir haben eine Halluzination gehabt? Und haben anstatt die Puppe Annabello uns erstochen. Unser Blut löst da den Fluch, oder? Look through the eyepiece. B, C und so. Ich hau ab, Rudi. Als die Zeit, da hockt auch nur ein ganz großes Monster.
Ich bin falsch gelaufen. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Tot, 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 tot. Was soll ich denn mit dem Vieh machen? Aus! Au. Mann, oh. Uncool von dir. Nee, hä? Guck mal, ich steh da nur in Lücke. Guck mal, was du da hast. Look through the eyepiece. Oh fuck. Hi. Nee, ich fresse dich. Ich trinke meinen Schluck, ja, Habibi? Hm. Ja. Ist sehr schön. Ja, ist das ein Endkampf. Look through the eyepiece. Oh, fuck. Nee. Bitte. Essen. Ich bin am Arsch. Das ist sowas, was mir gerade äußerst viel Spaß macht. Wirklich, da scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Ich muss sagen, hat zwar gut angefangen, aber... Abla. Das müssen wir jetzt echt 5-mal durchmachen. Ich hoffe, wir müssen diese verdammten Kräuter nicht noch finden. Wow! Hä? Wo bin ich? Da war was! Alles klar. Wisst ihr noch damals, als ich gesagt habe, diese Kurve sieht ganz schön merkwürdig aus. Genau da müssen wir jetzt hin. Wo sie auch immer sein mag. Ich bin falsch gelaufen. Ich liebe ja sowas.
Ich esse keine Kinder. Nein, 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 nein. Ich bin Voodoo-Man. Tschüss, Voodoo-Man. Ade. Nein, hier war es nicht. Oh, Schreck, ein Fleck. Ich laufe hier herum, da da dam. Ich glaube, ich muss ein bisschen langsamer laufen, dann. Was ist groß, hässlich und läuft hinter mir her? Genau. Voodoo Man. Einfach in Bewegung bleiben. Und versuchen, so gut wie möglich nicht in eine Sackkasse zu kommen. Der ist verdammt schnell, ne? Was hat er gegessen? So flitzen muss. So, das ist der Ball. Okay. Das ist jetzt ein bisschen näher dran. Du großer, sag mal, hast du hier irgendwo was gesehen, woran ich kurbeln kann? Ich glaube, uns fehlt noch eine Düse. Ja, ich weiß, dass du mich siehst. Hab dich auch lieb. Ah, Sackgasse. Das ist nah. Nee. Ich muss mich jetzt nicht bücken, oder? Ja, mit Licht siehst du mich besser, ich weiß. Ich glaube, wenn ich gegenlaufe, bin ich tot. Ernsthaft. Oh, ich hasse sowas. Gut, das war's also nicht. Da fehlt uns irgendwo irgendetwas. Wir werden ihn auf jeden Fall nicht los. Look through the eyepiece. Alter Kollege. So. Er war irgendwo eh, wo wir drucken konnten. Das ist nicht gut.
eh konnten wir irgendwo machen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das hinbekommen. Ich bin tot. Bin sowas von tot? Aber irgendwo konnten wir doch ihn. Warum sehe ich das jetzt auf einmal? So, weiter geht's. Es tanzt ein Biberputzelmann in meinen Kreis herum. Dildum. Der Ball. Hä? Sollte vielleicht öfter durch das Monokel sehen? Vielleicht sehe ich dann auch was. Ja. Biberputzeln. Meinem Kreis. So, kurzer Abstecher, um den Ball zu holen. Okay. Dad. Please. Ich glaube, ich habe Bauchkrämpfe. Gut. Ellie, du siehst gruselig aus. Schau, Ellie. Du bist Isaac von mir. Ich bin auch ein Geist. Ida, geh nicht ins Licht. Ja, ihr Lieben, und damit haben wir Seva Shanes erfolgreich abgeschlossen. Es hat gut angefangen, aber naja, so ein Horrorspiel war es jetzt nun auch nicht. Es kam sehr selten etwas vor, wo man doch mal ein bisschen Gänsehaut bekam. Ich glaube, ich bin so ein bisschen verwöhnt, was Horrorspiele angeht. Wir hatten schon sehr viele gute, aber momentan habe ich irgendwie so ein bisschen Pech mit Horrorspielen. War auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich würde es jetzt nicht gerade als Horror ansehen. Hat gute Ansätze. Ich würde aber so trotzdem sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen, ihr Lieben.
Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und wir sehen uns bei dem nächsten Projekt. Also bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.